Möchtest du einen Text gestalten mit sehr vielen Bildern und Textfeldern, so kommst du mit einer herkömmlichen Textverarbeitung schnell an deine Grenzen. Hier ist der Layout-Modus für Veröffentlichungen in Word die perfekte Wahl. Hinter diesem doch etwas komplizierten Namen versteckt sich eine geniale Lösung, die sich sehr stark an professionellen Layout-Programmen orientiert, wie beispielsweise Adobe InDesign. In den Materialien zu diesem Workshop findest du einen Text eines Klassenlagers, noch ganz ungestaltet, also ohne Bilder und auch ohne große Formatierungen. Und du findest einen Ordner voller Bilder. Ich habe sie schon mal ins iPhoto gezogen, ist aber nicht zwingend in diesem Fall. Ja, das ist der normale Modus. Und wir erstellen jetzt eine neue Datei. Und in diesem Fall wählen wir neu aus Vorlage. Und du hast hier diesen sogenannten Projektkatalog. Und etwas weiter unten diesen Bereich Layout-Ansicht für Veröffentlichungen. Hier hat es verschiedene Arten von Dokumenten, Broschüren, Flugblätter und unter anderem eben auch Newsletter. Wenn du einen auswählst, so bekommst du in der rechten Spalte eine Übersicht, das wäre also die Einstiegsseite und verschiedene folgende Seiten, die schon fertig gestaltet sind und die man dann eben nur noch mit Inhalt füllen muss. Wenn dir die Farben nicht passen, dann kannst du ein anderes Farbschema auswählen. Du hast hier die Qual der Wahl aus Dutzenden von Schemen und genauso kannst du eine Standardschriftart einstellen, die dir möglicherweise besser passt. Ich übernehme es genauso wie vorgegeben, diesen Herbst-Newsletter. Es geht mir im Moment nur darum, dir die Möglichkeiten dieses Modus zu zeigen. Du siehst, dass Erscheinungsbild hat sich etwas gewandelt. Wir haben hier diesen Holzhintergrund. Den kannst du ändern, zum Beispiel auf Graphit oder so. Es ist natürlich nur ein Gag, nicht wirklich eine Funktion. Und du siehst aber auch, dass sich die Paletten und dieses Menüband eben angepasst hat an die neuen Funktionen. In diesem Modus ist es also nicht mehr der Text, der im Vordergrund steht, sondern es sind Boxen, die können Bilder enthalten oder einzelne Texte, die unter Umständen miteinander verknüpft werden können. Text und Bild ist in diesem Modus also gleichberechtigt, wie in einem Layout-Programm, das eben ebenfalls mit solchen Rahmen arbeitet. Du siehst, du kannst eigentlich jederzeit aus zu diesem Modus springen. Er liegt hier. Das ist derjenige, mit dem wir bis jetzt immer gearbeitet haben. Und du kannst zwischen diesen Modi hin und her switchen, verlierst aber je nachdem eben gewisse Funktionen. Ich möchte jetzt gar nicht auf die einzelnen Möglichkeiten eingehen, sondern dir mehr einen Überblick bieten über die Möglichkeiten und anschließend dann mit einem konkreten Projekt, einem Klassenlagerbericht zeigen, wie du mit diesem Modus arbeitest. Hier hast du nun also eine fix fertige Vorlage. Im Moment sind es auch mehrere Seiten, die sich dahinter verbergen. Die kannst du dir einblenden lassen über dieses Symbol. Und diese Seiten sind alle für sich separat. Du kannst sie also in der Reihenfolge ändern. Sie ist nicht mehr ein durchgehender Textfluss wie in einer Textverarbeitungsumgebung. Und genauso kannst du auch neue Seiten hinzufügen, entweder mit einem Rechtsklick, neue Seite oder eine Seite verdoppeln oder eben auch im Bereich Layout hinzufügen oder entfernen. Hinzufügen, auch hier hast du wieder verschiedene Möglichkeiten, inwiefern du das dazufügen möchtest.
Passt dir ein Design nicht deiner Seite, so kannst du die Masterseite ändern. Das ist hier unten angegeben, Gestaltungsvorlagen. Wenn du das einblendest, so hast du also nur noch diesen Hintergrund, der auf jeder Seite daneben gleich ist, auf jeder Titelseite beispielsweise. Und da kannst du jetzt die Größe, die Art anpassen. Du könntest ein anderes Bild reinziehen anstelle des vorgegebenen. Und wenn du zurück zur Inhaltsseite gehst, wird das automatisch übernommen. Ist jetzt natürlich nicht wahnsinnig gelungen. Dann zu den Inhalten in diese Platzhalter. Ich zoome ein bisschen ran. Das kann ich mit diesem Schieberegler machen. Siehst du, in diesen Feldern sind zum Teil Platzhaltertexte auf Lateinisch drin. Die werden ersetzt, sobald du einen Text reinschreibst oder reinkopierst. Ich kopiere nun mal einen ganzen Textabsatz und kopiere ihn hier rein. Diese Felder lassen sich natürlich beliebig anpassen in Größe und Form und auf Wunsch können sie auch verknüpft werden. Das heißt, wenn nicht alles in dieser Box Platz hat, so kannst du auf dieses Plus klicken in der rechten unteren Ecke und ein verknüpftes Textfeld machen, wo der Text dann eben seine Fortsetzung findet. Allerdings muss man dann aufpassen, dass der Text auch leserlich wird. Es soll nicht irgendwie völlig chaotische Anordnungen von Textblöcken sein, sondern schon ein Spalten wie in einer Zeitung oder so, wo klar ist, wo dann der Text weitergeht. Genauso verfährst du mit den Bildern. In diese Platzhalter kannst du Bilder aus einem Ordner auf dem Schreibtisch zum Beispiel ziehen oder etwas bequemer, du kannst auf die Bilder im Medienbrowser zugreifen, in diesem Fall jetzt auf iPhoto. Du packst ein Bild und ziehst es einfach rein. Ja, viel weiter möchte ich im Moment gar nicht gehen. Ich lasse dich da ein bisschen ausprobieren mit so einer fiktiven Seite, dass du mal diese Funktionen ein bisschen kennenlernst. In der Folge werden wir mit einer neuen Lehrendatei beginnen und anhand eines Klassenlagerberichts die Grundfunktionen dieses Layout-Modus kennenlernen.